Moin LR-Check, wir sind auf der ProLight & Sound 2013 auf dem Stand von Highlight und bei mir ist Ron. Und du bist genau wofür zuständig bei Highlight? Ich entwickle die Produkte, ich probiere das immer so gut wie möglich für so wenig wie möglich Geld zu machen. Das ist sehr gut. Und wir stehen hier vor welchem Gerät? Das ist etwas ganz Neues, was wir schon eigentlich im Prinzip schon mal hatten. Das ist ein neues Modell von dem Tracker. Den Tracker, den hatten wir schon mit weißer LED, aber das hier ist jetzt RGBW, also vier Farben in einer LED mit einer ganzen, eine Linse, die ist mit einem ganz schmalen Winkel von 6 Grad, also ein richtiges Beam-Effekt. Das Schöne von dem Beam-Effekt ist natürlich, mit Expression hat man ein Beam und hier hat man 9 verschiedene Beams, wo man selber im Prinzip schalten kann im Menü, ob das mit einer Farbe oder einzeln anzusteuern ist, mit maximal, 45 Grad. Und die DMX-Kanäle, die kann man schalten von 8 bis 45 Kanäle. Und die Motoren, die da drin sind, das sind neue Motoren, die schneller sind, so wie natürlich die Profi das auch haben, damit man schnelle Bewegungen mit dem Beam machen kann. Ja. Um die dementsprechende Dynamik zu erzeugen. Ja. Es ist nicht zu projektieren, nur für Effekte zu machen und Beams vorbeilassen zu können. Ja. Sehr gut. So, du hast uns dann noch mal ein bisschen über euren Stand geführt und wir stehen jetzt vor welchem Gerät? 9 Pixel Square. Normalerweise ist alles mit LED mit 3 oder 4 Farben in einem Chip. Das ist COB, also ein Chip on Board, also mehrere LEDs auf einen PCB. Und das heißt im Prinzip das, was aussieht wie eine normale Lampe, was von Farben kann wechseln. Das Schöne von diesem Teil ist, dass man natürlich mit mehreren Teilen koppeln kann, dass man eine Matrix machen kann. Und dass die einzelnen LEDs auch wieder über DMX anzusteuern sind in die 3 verschiedenen Farben. Und jeder LED, der da drin ist, ist 30 Watt, also super hell. Und Schöne davon wird man natürlich sehen, wenn man das nutzen will für einen Blinder oder für kann man irgendwie auch Video überlaufen lassen. Aber weil das so groß ist, braucht man natürlich viele Teile, wenn man Video machen will. Ja, das mit der Helligkeit haben wir gestern schon gesehen. Wir haben ja hier schon mal das Stammcase von gestern aufgezeichnet und haben uns hier vorne befunden und das hat schon ganz schön Licht gemacht, ne? Ja, absolut, absolut. Und wie wir das erste Teil mal bekommen haben, war die auch, weil das natürlich so hell ist, auch richtig heiß geworden. Aber all die Probleme sind jetzt gelöst in das neue Modell. Alles super, qualitätmäßig höher gemacht, besser Lüftung drin, besser... wie sagt man das? Die Protection ist besser für das Teil. Das geht auch nicht mehr kaputt, weil wenn es zu heiß wird, schaltet es im Prinzip nicht ab, aber es reduziert den Ausgang. Ach so, okay, also es wird im Prinzip immer funktionieren. Schöne davon ist natürlich, wenn man das in Spanien verkauft, dann geht es nicht kaputt, weil es da super heiß ist. Und hier in Deutschland oder in Niederlanden habe ich immer schlechtes Wetter, wird es immer Vollgas funktionieren. Ja. Sehr gut. Also für den globalen Markt auch gedacht. Ja, absolut, ja. Ist es bereits im Handel? Es ist noch nicht im Handel, aber natürlich unterwegs. Es wird irgendwo im Mai wird es bei uns sein und da wird natürlich verteilt nach unseren Händlern. Ja. Ja, sehr gut. Also, wenn ihr euch für das Produkt interessiert, dann müsst ihr euch also noch ein bisschen gedulden, aber dann auch beim Händler eures Vertrauens zu erwerben. Und dann, was schauen wir uns als nächstes an? Als nächstes wird es einen neuen Clubmate ansehen. Das ist ein neues Set für DJ, die was richtig Gas geben wollen mit Audio. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rüber. So, nun sind wir im akustischen Showroom von euch oder im Listen Room quasi. Und du zeigst uns jetzt was? Das ist unser Clubmate, neue Serie. Die alte Serie, da hatten wir den Clubmate 12 und den Clubmate 15. Mhm. Und die 12 und die 15, das war natürlich, weil da ein 12 Zoll Basswoofer drin war oder ein 15 Zoll. Und dann hatten wir auch noch Soundmate 1, 2 und 3. Und um das alles deutlicher zu machen für unsere Kunden, haben wir jetzt beschlossen, weil wir auch die Boxen ändern wollten, machen wir ein neues Namen dafür. Clubmate 1, 2 und 3. Wovon Clubmate 1 ist den alten Clubmate 12, mit 12 Zoll Subwoofer.
Club Mate 2, das ist dieser mit 15 Zoll Subwoofer und 8 Zoll Top-Teile. Und den Club Mate 3, das ist ein alter Sound Mate 3 mit 2 Bass und 1 Top-Teil pro Seite. Das ist im Prinzip das größte aktive Set ganz komplett. Dieser neue Club Mate 2, der ist anders als natürlich den anderen, weil wir den Schaumstoff an der Innenseite haben gemacht und den Gitter an die Vorderseite. Das finden die meisten Leute finden das schöner, ist ein bisschen Profi, haben wir geändert, weil unsere Kunden uns das gefragt haben. Und der größte Unterschied mit dem Subwoofer ist, dass da eine andere Endstufe drin ist und auch das Holz ist anders gebaut, die Kasse ist anders gebaut und das hat im Prinzip haben wir 10 Kilo haben wir das reduzieren können. Also 10 Kilo. Ja, 10 Kilo. Und das ist, viele Leute haben immer gesagt, von, boah, das ist ein schönes Set, das klingt auch gut, aber ist ein bisschen schwer. Und das Schwere, das haben wir ja probieren zu reduzieren. Also das ist, ich denke, dass das gut geklappt ist. Wenn du schon das Gewicht ansprichst, wie schwer ist das Subwoofer jetzt? Der Subwoofer ist jetzt 32 Kilo. Der war 41 oder 42 und ist jetzt 32 Kilo. Also wenn ich mir so das Volumen des Kassens anschaue, 32 Kilo ist ja echt mal wenig. Ja. Und dann hast du die Endstufe angesprochen, die neu ist. Ja. Hat sich da grundlegend viel verändert? Im Prinzip nicht. Nur Qualität ist ein bisschen besser. Da hat mir mehr Headroom, dass er auch wieder was besser Vollgas laufen kann. Im Prinzip wird den Unterschied ja, das sind Details, kleine Details. Hochtontreiber sind ein klein bisschen anders. Die Frequenzweiche, was da drin ist, haben ein ganz klein bisschen geändert. Nur sort of Fine-Tuning, würde man sagen, um das noch angenehmer zu machen für dich. Okay, Plug and Play, einfach setzen, anstecken, Strom, Signal und fertig. Das ist, was wir im Prinzip erreichen wollten damit. Ja. Super, also einmal grundlegend überholt. Ja. Besser. Einfach besser, ja. Sehr gut. Zum Abschluss spielen wir ja hier auf der Messe immer mit unserem Interviewpartner das Fragen-Lotto. Du hast den Namen vorhin schon mal vernommen. Und jetzt darfst du mir eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen. Okay. Ich habe eine Liste, da stehen dann dementsprechend Fragen drauf, die du dann gerne für uns beantworten darfst. Okay. Ich sag mal die Nummer 8 für mich. Die Nummer 8 ist der falsche Zettel. Aha. Ah, hier, außen off quasi. Was denkst du, ist eure größte Innovation dieses Jahr, was ihr hier zeigt auf der Messe? Größte Innovation für Licht ist natürlich die COB-Technik. Das ist ganz neu und ganz besser als wie normal LED. Und von Audio im Prinzip die Änderung des Gewichtes von im Prinzip die ganze Serie. Wir haben die neue XD, die neue Club, alles hat abgenommen, soll man sagen. Womit wir natürlich unsere Fragen von unseren Kunden probieren zu antworten. Ja. Sehr gut. Kennst du unseren Abschlussspruch am Ende jedes Videos? Nee. Den verrate ich hier, das ist Practice and Enjoy. Okay. Und ich zähle von 3 an rückwärts und dann sagen wir das gemeinsam in diese Kamera. 3, 2, 1, practice and enjoy.